Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Ich habe Post bekommen von der Krankenkasse. Und zwar war ich einige Monate arbeitslos und habe mich privat versichert sozusagen. Oder freiwillig krankenversichert heißt das ja. Ist ja keine private, ist ja eine gesetzliche Krankenkasse, die AOK. So, jedenfalls ich war als normaler Mensch, der seine 160 Euro selber zahlt, bei der AOK versichert. Ich habe halt gelebt von Betteln auf der Straße und so weiter. Ja. Und weil ich nicht gearbeitet habe, kann ich natürlich auch nicht nachweisen, was ich verdient habe. Und die AOK sagt jetzt, wenn Sie uns das nicht nachweisen können, dass Sie nichts verdient haben, wenn Sie uns nicht nachweisen können, dass Sie nichts vom Jobcenter gekriegt haben und das Jobcenter dadurch Ihre Krankenkasse übernimmt, oder wenn Sie uns nicht nachweisen können, dass Sie nichts vom Arbeitgeber bekommen haben und der Arbeitgeber dadurch Ihre Krankenkasse übernimmt, dann müssen wir davon ausgehen, Sie sind Millionär, Sie leben von irgendwas, was nicht mit Arbeit zu tun hat, und wenn Sie Millionär sind, dann müssen Sie 800 Euro Krankenkasse zahlen, ungefähr im Monat. Und wenn Sie das 10 Monate machen, dann kommen Sie auf fast 8000 Euro. Und ich habe das nicht ganz 10 Monate gemacht, deswegen komme ich nur auf 5800 Euro. So, ich habe mich also ein paar Monate sozusagen jetzt selbst ruiniert, weil ich nicht zum Sozialamt gegangen bin und die dadurch nicht meine Krankenkasse gezahlt haben, muss ich jetzt zahlen, als wäre ich ein Millionär. So, den höchsten möglichen Satz, bis nachgewiesen werden kann, dass ich weniger verdiene oder verdient habe. Und weil ich nichts verdient habe, kann ich nichts nachweisen. Also bin ich für die AOK immer noch ein Millionär und muss bitteschön 5800 Euro zahlen. Eventuell übernimmt das Sozialamt, wenn ich das beantrage. Fragen Sie mal bei Ihrer Sozialbehörde nach. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Schulden von diesen Behörden übernommen werden. Naja, dann werde ich mal fragen, ob die vielleicht bereit sind, 5800 Euro für mich zu übernehmen. Geil, oder? Nicht krankenversichert, weil du Krankenversicherungsschulden hast. Kann ich euch auch gerne eben mal zeigen.